Darkblend wird immer beliebter. Das haben wir beide letztens auch erst gemerkt in einem anderen Shisha-Shop. Deswegen haben wir uns gedacht, zeigen wir euch doch einfach mal, wie wir beide am liebsten Darkblend rauchen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich am liebsten Darkblend baue. Tatsächlich relativ egal, ob wir hier von Darkseid reden oder wie in dem Fall eben Must-Have oder Kismet, was ich jetzt noch da habe. Ich habe mir da extra den Kopf geholt. Das ist eben der neueste Kopf, glaube ich, sogar von Zomo und Kong, eben der Clay. Und es ist, wie ihr seht, ne, eben ein sechsfach Mehrloch-Kopf. Und Mehrloch fand ich so oder so schon immer am geilsten für Darkblend. Bauen jetzt einfach mal mit dem Melmate von Must-Have. Also ganz normal quasi, einfach erstmal schön den Tabak durchdünnen. Das ist auch nicht anders wie beim Virginia. Und dann fange ich im Endeffekt einfach so an, da ich eben mit so einem Piekser hier baue und nicht mit einer Gabel, lasse ich hier alles eben erstmal reinfallen. Tatsächlich verteile ich da immer nur so ein bisschen, dass einfach an jeder Stelle halt Tabak liegt. Ne, das ist aber sonst nichts weiter, ein bisschen gröber. Ja, und dann lasse ich einfach Tabak reinfallen. Ich meine, ich werde das Ganze ein bisschen andrücken, dass wir hier auf ein maximal leichtes Noppen-Setup eben kommen. Deswegen brauchen wir aber trotzdem ein bisschen was an Tabak, weil wenn wir den andrücken logischerweise und trotzdem auf leichtes Noppenkontakt wollen, können wir jetzt hier nicht mit zu wenig arbeiten. Das ergibt, denke ich, Sinn. So, und wenn ich dann der Meinung bin, dass hier eben ungefähr genug drin ist, wie es jetzt schon fast sein könnte, geht einfach her und drückt das Ganze eben so ein bisschen leicht rein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier komplett alles reinschalle, sondern ich drücke das Ganze im Endeffekt einfach leicht an. Ihr seht ja, hier ist jetzt so ein bisschen fluffig und da ein bisschen angedrückt. Es wird quasi einfach ein bisschen mehr dense, wenn ich hier so reindrücke. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen Durchzug haben. Deswegen eben nicht komplett rein. Vor allem finde ich, ist es bei Must-Have gar nicht so krass notwendig, den ultra stark anzudrücken. Einfach durch den feinen Schnitt kann man es bei Must-Have nämlich, finde ich, relativ leicht versauen, actually. Dass man eben gar keinen Durchzug mehr hat. Zur Not kann man dann auch, habe ich auch schon gemacht, als ich gemerkt habe, okay, ich habe den jetzt auf Abstand gebaut und auf der Pfeife drauf gehabt und ich habe gar keinen Durchzug und bin ich einfach hergegangen, habe den HMD eben kurz runtergemacht. Dann zum Beispiel kann man dann so ein Löchchen reinmachen, ne? Oder theoretisch auch mehrere, einfach für den Durchzug. Mache ich tatsächlich relativ oft, einfach von vornherein, Safety first. Macht die ganze Raucherfahrung nicht schlechter, aber sichert so ein bisschen den Durchzug ab. Das sehe ich mich dann meistens tatsächlich schon. Das werde ich jetzt in dem Fall, glaube ich, auch einfach machen. Mach mal einfach noch das eine oder andere Löchchen rein. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon relativ gut to go. Da kommt jetzt gleich noch HMD drauf und dann sind wir ready. Prinzipiell könnt ihr da auch einfach Alufolie nehmen. Habe ich auch schon bei dem Kopf probiert, funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe mir letztens einen neuen Kopf gekauft. Das ist der, den ihr oben seht, beziehungsweise den ihr schon im Kopfbau gesehen habt. Und zwar ist es der Kong mal Zomo Clay, eine Collaboration quasi von den beiden. Ich habe mich tatsächlich relativ spontan für den Ganzen entschieden. Ich war nämlich im Shisha-Shop meines Vertrauens und wollte ursprünglich einen Solaris haben. Werden wahrscheinlich hier viele von euch kennen. Den hatten sie nicht da. Deswegen habe ich geschaut, was haben die quasi noch so für Mehrlochköpfe eben. Ich wollte einen mit mehr als 5 Löchern tatsächlich. Komme ich gleich dann noch drauf, warum. Und in dem Fall wurde mir der empfohlen, weil er zurzeit sehr, sehr beliebt ist. Und mir hat er optisch getaugt, muss ich Ich sagen. muss auch sagen, so die Colorway, die feiere ich mega, ja. Ja, Hat die mir. einen bestimmten Namen? Ja, die hatten Namen. So, ich hätte spontan gesagt, irgendwie so Tiger irgendwie. Geht tatsächlich, glaube ich, in die Richtung. Ich blende euch den Namen hier irgendwo mal ein. Mir fällt da gerade nicht mehr ein, aber er hat auf jeden Fall einen bestimmten Namen. Und ich habe mich für den entschieden, weil, wie gesagt, optisch cool. Dann das Depot hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eben ein Sechslochkopf in dem Fall, also mehr als 5, was ich auch wollte, quasi alle Kriterien erfüllt. Ich habe mich in dem Fall extra für so einen Kopf entschieden, weil ich halt einen wirklichen Kopf, sage ich mal, für Only Darkblend wollte. Das war ja so ein bisschen mein Ziel. Und da wollte ich einen Mehrlochkopf haben. Einfach aus dem Grund, dass ihr bei einem Mehrlochkopf immer noch so ein bisschen mehr Geschmack rauskitzeln könnt, was bei Darkblend sehr, sehr geil ist auf jeden Fall. Und dazu noch hat der ein relativ tiefes Depot tatsächlich. Ihr habt ja meinen Kopfbau gesehen. Ich klatsche da ja schon ordentlich Tabak rein. So. Und ich rauche den Darkblend aber am liebsten auf Abstands- oder eben leichten
Noppen-Setup. Und dementsprechend möchte ich dann auch keine zu geringe Tabakmenge haben, weil der Geschmack natürlich und der Rauch trotzdem da sein soll. Genau. Weißt du, wie viel Gramm ungefähr da drin ist? So wie viel da so reinpasst? Ich habe es tatsächlich nicht gewogen. Aber ich schätze mal, dass das ungefähr, ja, wie ein Oblako M ungefähr sein dürfte, so 22 ungefähr. Also halt, wenn ich jetzt ein Oblako M halt leicht overpacken würde ungefähr. Und in dem Fall aber mit Abstand oder leichten Noppenkontakt. Genau, in dem Fall mit Abstand, leichten Noppenkontakt halt. Wahrscheinlich dann so wirklich voll bis, also so Noppen bis, also guter Noppenkontakt bis Vollkontakt, wahrscheinlich dann so 25 Gramm ungefähr bei Dark mit Andrücken halt. Ja. Ja. Also ich denke sogar, wenn ihr den Kopf voll machen würdet, dann könntet ihr auch wie so ein Oblako L locker 30 Gramm tatsächlich reinpacken. Krass, okay. Ja, also das zeigt schon, dass wir hier ein relativ tiefes Depot haben. Ich drücke eben einfach ein bisschen an und das hat auch einen Grund, warum ich ihn andrücke, dass das Nikotin einfach nicht zu stark rauskommt. Weil umso indirekter die Hitze quasi an den Tabak kommt, ne, also ich sag mal, das erlangt ihr ja schon dadurch, wenn ihr fluffig baut, dass halt die warme Luft an jedes Tabakblättchen herankommt, desto mehr Nikotin wird da draus gekitzelt. Genau, deswegen ist ja bei Virginia so, da baut man ja meistens fluffig, weil halt da nicht so viel Nikotin dabei ist und es ja dann nicht so ballert wie bei einem Dark Blend. Genau. Und für mich ist es eben die angenehmste Art zu rauchen, eben auf leichtem Noppen, beziehungsweise manchmal oder eher sogar wie gerade Abstand. Es gibt natürlich auch noch die andere Variante, die ihr machen könntet, und zwar Dark Blend einfach auf Vollkontakt zu bauen, wirklich mit einem leichten Overpack. Da sehe ich mich. ist tatsächlich die andere Variante, die man jetzt mit Abstand machen könnte, und zwar einfach aus dem Grund, weil ja die oberste Schicht dann ein bisschen verbrennt. Da müsst ihr quasi die ersten 10-15 Minuten durchhalten. Und dann könnt ihr den Kopf auch gut rauchen. So, aber für mich, ich habe mich da quasi einfach dafür entschieden, okay, ich möchte durchgehend ein angenehmes Rauchgefühl haben, also auch schon den ersten 10-15 Minuten und eben den maximalen Geschmack rausbekommen. Deswegen eben so einen Kopf. Du rauchst ja Dark Blend zurzeit noch ein bisschen anders, ne? Genau, also ich habe ja selber einige Köpfe, Oblako L, Oblako M, ich habe einen Vulcan Funnel oder zum Beispiel auch einen Hukain Litlip, die kleinere Variante, gibt da mittlerweile eine größere. Für Dark Blend nutze ich meistens eigentlich den Litlip, weil eben da nicht so viel Tabak reinpasst. Meistens mische ich auch, aber beim Kopfbau, ich bin schon so noch ein bisschen immer Richtung Virginia und baue halt da ein bisschen mehr rein. Das heißt so auch, Virginia wenn ich, geschädigt quasi. Richtig, genau. Und wenn ich da halt eben einen Dark Blend baue, zum Beispiel Must Have Pineapple, Pinkman habe ich daheim oder jetzt auch den Darkside Holer im Core. Da habe ich letztes Mal einmal einen Kopf gebaut, ungefähr 60-40 mit 60 Holer, 40 Green Lean. Und da habe ich halt schon gemerkt, wie es halt echt ballert. Also da sage ich mal, das war schon eigentlich ein gutes Noppen-Setup. Und da hat man halt echt gemerkt, wie das halt ballert. Und da war es tatsächlich auch so, oder ist bei mir auch mal so gewesen, dass ich nicht die ersten, sag mal, 15 Minuten durchhalten musste, sondern wirklich die halbe Stunde, okay. Weil es halt echt schon lange ballert hat. Also da ist halt auch so ein Tipp zum Beispiel, wenn halt man eben dann mit drei Kohlen anraucht, also zwei drinnen im HMD und einen auf Kipp. Und dann eben eine runter tut, um mit zwei Kohlen weiter zu rauchen. Wenn es halt eben zu stark ist, einfach eine rein, eine auf Kipp, dann ist es halt natürlich nicht so intensiv. Da ist auch die Rauchentwicklung nicht so krass, aber man kann halt angenehm rauchen. Aber ich werde mich wahrscheinlich auch in Zukunft ein bisschen daran orientieren, eben wenn ich jetzt mische, zum Beispiel mit Virginia, zum Beispiel was halt eine gute Mische ist, ist halt eben Green mit Hola. Ist halt schön eben Cola mit bisschen Limette dazu, dass ich da halt eben den Virginia schon auf so guten Noppen vielleicht bis Vollkontakt baue, also dass es halt aber noch oben drauf liegt, aber dann halt dementsprechend den Hola bisschen niedriger auf einem leichten Noppenkontakt-Setup. Ne? Ja gut, ich sag mal, was das Heat-Management angeht, ist bei Dark Blend auch sehr, sehr interessant, behaupte ich einfach mal. Ja. Denn wie Passi es gerade schon gesagt hat, wenn es wirklich zu hart kickt und ihr jetzt den Kopfbau natürlich dann nicht mehr ändern könnt, weil das schon eine Zeit lang läuft, dann einfach Kohlen eben rausnehmen, bis es passt. Doof ist nur, wenn keine mehr drin ist, dann passiert nämlich nichts. Richtig. Aber in dem Kopf jetzt beispielsweise, wie ich mein normales Setup brauche, könnte man, kommt natürlich auf den Darkend dann aber tatsächlich auch mit zweieinhalb eben durchrauchen, also zwei drin, eine auf Kipp. Mache ich bei Kismet beispielsweise ganz gerne, weil bei dem habe ich gemerkt, der kann auf jeden Fall ordentlich Hitze ab. Also das geht beim Darkside oder Must Have zum Beispiel auch sehr, sehr gut, aber da merkt man dann nach der Zeit auf jeden Fall schon, da kommt die Tabaknote einfach noch mehr raus. Die ist da noch ein bisschen intensiver, finde ich, als beim Kismet, wenn man mit drei Kohlen raucht. Und vor allem merkt man da auch nochmal eher, dass die doch nochmal stärker sind, was das Nikotin angeht oder allgemein den Tabak als zum Beispiel jetzt eben Kismet. Also kann man machen, wenn man quasi die maximale Rauchentwicklung dann auch aus dem Setup eben rausholen möchte.
und den maximalen Geschmack. Ich sag mal, was Geschmack angeht, sind es wirklich nur ein paar Prozent, aber Rauch sind es wahrscheinlich schon so 10% mehr, wenn er mit 3 Kohlen raucht. Wenn man das möchte, kann man machen. Ich sag mal, man muss es halt abkönnen. Ja, man muss es durchhalten, ja. Was mir gerade mal so im Kopf aufgefallen ist, so das Heat Management bei allgemeinen Köpfen, kann man eigentlich voll gut mit dem Kochen vergleichen. So, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Nudeln kochst und da halt wirklich auf Stufe 9 halt durchgehend ballerst, dann kann es schon mal überlaufen. Da ist natürlich so gesehen auch das Heat Management wichtig, dass man runterschaltet, dass es halt nicht überkocht. Das gleiche quasi beim Kopf auch. Je mehr Hitze man gibt, umso stärker wird es. Beim Kochen zum Beispiel, es läuft über. Beim Kopf halt eben, man schmeckt es halt sehr intensiv und merkt es halt bei Darknet vor allem auch so hier in dem Bereich. Das Kann ein drückt bisschen irgendwie drücken zusammen. quasi, ja. Genau. Weil das, also ich habe ja auch letztes Mal mit ein paar Kumpels mal so Darknet geraucht, die auch so das erste Mal das geraucht haben. Die haben halt so direkt gemerkt, dass es halt schon irgendwie ein bisschen so zumacht, sagen wir mal so. Also ich finde tatsächlich, in dem Setup jetzt habe ich gar nichts mehr, was das Drücken angeht. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich schon gewohnt bin. Ja, da muss ich gerade sagen, tatsächlich bei mir selber, ich merke es halt schon noch ein bisschen. Ich rauche jetzt nicht jeden Tag Dark Blend, du ja, glaube ich, schon gefühlt. Ich rauche vielleicht ein oder zwei Mal die Woche, weil es mir halt auch reicht, weil ich auch nicht so viel Dark Blend rauchen will. Ich will ja schon eher bei Virginia bleiben. Du bist ja so eigentlich schon noch 50-50 aktuell so. Und deswegen, ich merke das schon ein bisschen mehr. Ich sag mal, wenn ich jetzt noch weiter immer so ein bis zweimal die Woche das rauche, irgendwann werde ich das auch schon so, ich sag mal, drin haben, dass es halt nicht Ja, mehr klar. so drückt. Aber ich finde es aber halt auch irgendwie nice. Also so, wenn man jetzt nicht so oft Darkband raucht und dann mal so wieder einen raucht, das ist halt zum Beispiel auch heute der erste Kopf bei uns. Gefühlt so, guten Morgen Kopf. Ja, guten Morgen, Kopf. Und wenn man es halt schon ein bisschen merkt, finde ich es eigentlich auch gar nicht schlimm so. Ja, tatsächlich finde ich das auch ganz angenehm, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass ich mich mehr oder minder daran gewöhnt habe. Dann kann man quasi einfach halt hin und her switchen, ob ich jetzt Virginia oder Dark Blend nehme. Genau. Macht dann halt keinen großen Unterschied mehr und das war auch ursprünglich so ein bisschen mein Ziel, weil ich habe ja auch früher, also 3 Jahre durchgehend nur Virginia geraucht. Hatte Dark Blend gar nicht auf dem Schirm, außer ab und zu mal ein paar Sorten, zum Beispiel von Zomo, damals noch Strong Mint. Also falls ihr da irgendwie rankommt, empfehle ich euch, holt den unbedingt. Geilste Minze, die ich bisher geraucht habe. Okay. Oder zum Beispiel Cane Mint von Adalia Black, auch extrem geil. Oder Double Mint. Aber das waren noch so die einzigen Dark Blends, die ich eben damals geraucht habe, tatsächlich. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen geswitcht. Liegt halt daran, dass ich eben ein paar Dark Blends geholt habe. Das war am Anfang der Virgin M von Darkside. Oder der Pinkman zum Beispiel von Must-Have ist ja ein Klassiker, also kennt wahrscheinlich jeder. Der ist richtig gut. Genau, Ja. dann meine Dosis da jetzt auch leer seit gestern, dann muss ich auf Uff. jeden Fall eine neue holen. Ich fand einfach die Geschmacksvariation, die man dann eben noch hat, wenn man nicht nur Virginia raucht, sondern auch Dark Blend dazu, halt zu gut, um quasi einfach dann keinen Dark Blend zu rauchen. Und deswegen war es auch mal ziemlich einfach, ein bisschen dran zu gewöhnen. Geht auf jeden Fall relativ schnell, solange ihr da einfach so ein bisschen in den Kopfbau reinkommt. Könnt ihr euch ja zum Beispiel auch ein Beispiel daran nehmen, wie wir jetzt eben unseren Kopfbau gezeigt und auch erklärt haben. Ich glaube, viele rauchen das halt hier auch so. Also sei es im Funnel oder Mehrlochkopf, jeder drückt es hier an, weil ich sag mal so, wenn du auch im Virginia-Kopf das erste Mal so wirklich baust, so guckst du davor halt bei YouTube an, wie man einen Kopf so perfekt baut. Da wird halt gesagt, Fluffy ist bei Virginia perfekt, bei Dark Blend andrücken. Also ich sag mal, wenn ihr so in das Game ein bisschen reinkommt, was Dark Blend angeht, und ihr probiert euch einfach ein bisschen aus. Ich habe mir davor zum Beispiel keine wirklichen Kopfbauvideos zu Dark Blend angeschaut und habe es einfach gebaut. Und dann habe ich halt auch im Oblaku oder im Litlib leichte Overpacks gemacht, fluffig gebaut und sowas. Und dann merkt ihr einfach schon selber auch, ne, Learning by Doing quasi. Learning by Schmerz. Ja, Learning by Schmerz, merkt ihr auf jeden Fall, dass ihr das vielleicht nicht unbedingt so machen solltet. Gibt Angenehmeres. Genau. Ja, ich glaube auch so, dass durch das Dark Blend kam ich auch ja durch dich eigentlich mehr rein. Ich hätte mir wahrscheinlich selber noch gar keinen geholt. Ich habe das erste Mal auch eben bei dir den probiert. Und du warst ja auch schon so weit drin und hast ja auch schon angedrückt und so weiter. Und da habe ich es ja durch dich halt gelernt. Das gleiche wie damals bei Funnel Genau, hier. da habe ich es durch dich gelernt. Genau. Aber also klar, man hat es schon mal bei YouTube irgendwo gesehen, aber man hat es halt nicht so mitgenommen, weil man halt selber dachte, man raucht es eh noch nicht. Und so bin ich halt jetzt durch dich quasi auch ein bisschen in den Dark Mode reingekommen, hab's halt auch so gelernt und baue eigentlich auch die Köpfe halt nur so. Natürlich jetzt noch, ich muss noch ein bisschen üben, so ein bisschen weniger reinzupacken, dass halt das nicht zu stark ist, aber ist halt einfach Learning by Doing. Richtig. Gut, können wir eigentlich nochmal on the fly kurz auf unser Setup eingehen. Wir rauchen wieder mit meiner Hookah. Wie gesagt, welcher das genau ist, weiß ich nicht. Die wird immer noch nicht produziert, Wenn es also. jemand weiß, dann ne, schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Sehr gerne. Ansonsten eben der Zomo Malkong Clay mit einem Callout 1 Plus und wir haben gerade zwei C26 Black Kokoskohlen drin und rauchen den Melionade, ja doch, Melionade von Must Have. Da muss ich sagen, also da kommt ja auf jeden Fall auch noch ein Video zu dem. Der schmeckt halt, finde ich, richtig gut. Also ist halt schön einfach eine Wasser, ist eher nach eine Melone, Melonenaroma halt. Was ist drin? Honigmelone, Wassermelone. Genau, also offiziell ist es Honigmelone, Wassermelone, Limonade steht nur da und Berberitzensirup. Aber da kommen halt wirklich, finde ich, mehr diese Melonen einfach durch. Was ich aber auch Finde ich auch. feier. Also es kommt immer darauf an, manche mögen ja vielleicht so eine natürliche Melone mehr. Manche irgendwie vielleicht so eine künstliche Melone. So diese Kaugummi-Melone quasi, wie man immer sagt. Genau, zum Beispiel von Agili gibt es ja Ich weiß nicht, wie der heißt, aber Chapo, nee. den neuen Melone auf jeden Fall von Ja, Agile. genau. Der soll ja mehr künstlich schmecken, aber ich finde, der ist halt echt richtig gut. So, das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt, dürft ihr uns natürlich auch gerne abonnieren. Genau, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, so wie ihr gerne euren Dark Blend raucht. Vielleicht habt ihr so, sag mal, andere Setups, andere Köpfe oder andere Bauweisen. Würde uns auf jeden Fall sehr interessieren. Haut es mal gerne unten in die Kommentare rein. Würde ich sagen, das sind wir raus für heute. Genau. Haut rein. Ciao.